Tag Leute und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Terraria. Und ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir nicht jede Folge eine Abmoderation machen. Also das werdet ihr Zuschauer dann wahrscheinlich bemerken. Also, ne? Genau. Und es ist mittlerweile Tag geworden, weil wir eine kurze Pause gemacht haben. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Wir brauchen viel mehr Holz. Oh ja, unbedingt. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang und versuche... Oh ja, okay. Da ist bestimmt viel gutes Zeug drin. Und warum kann ich hier nicht springen? Oh, Junge. Baue ich jetzt zu. Nein, hallo. Ich bin auch noch hier. Ich snack mir mal die ganzen Sachen hier, ne? Ganz toll, dankeschön. Ja, eine Kiste. Ach, keine Waffe drin, nur... Crap. Sieht richtig schön aus, so Clayblock neben Holz, dem Dirtblock. Auch alle Kisten, die wir finden, bitte abbauen, weil ich finde das irgendwie scheiße, wenn man die nicht abbaut. Okay. So generell immer, weil erstens, wenn man nochmal in eine Höhle kommt und dann sich so denkt, ach, eine Kiste, die habe ich wahrscheinlich übersehen und dann ist da doch nichts drin, weil man sie schon mal hatte. Ist halt auch scheiße und man braucht auf jeden Fall Kisten und die sich selbst zu craften ist sinnlos, weil man so viele wirklich findet. Ja, das stimmt. Oh, was da unten? Ach, ein Altar. Was für eine Bildschirmgröße hast du eigentlich? Also wie weit kannst du sehen? 1089 mal... 920 wahrscheinlich, ja, oder? Mal 1080. 1080, genau. Ja, genau, dann solltest du genauso weit sehen können wie ich. Dann siehst du da drüben den links Altar leuchtendes, genau. Genau. Jetzt sehe ich das den Altar auch. Was ist das? Was bringt das? Das ist ein, also das ist auf jeden Fall das Anzeichen, dass wir in dieser Welt hier Crimson haben, weil es ist auch in einer Welt kann entweder Corruption oder Crimson sein. Das ist so das böse Biom, wo dann auch der erste Boss ist, den wir machen müssen. Und davon gibt es halt diese Altare im Corruption-Biom, wären es dann halt die Demon-Altäre und ich glaube hier halt haben die ein bisschen einen anderen Namen oder so. Okay. So, okay, jetzt sind wir hier so schön in der Höhle. Das ist eigentlich, macht eigentlich keinen Sinn, da können wir mal reingehen, wenn es dann nachts ist. Jetzt sollten wir eigentlich eher so Holz farmen. Ja, wäre ich auch dafür. Warte, ich. So, ja. Ach, reicht's? Ja. Und ich habe, ach, ich habe wieder Ropes bekommen. Perfekt, perfekt. So irgendwie. Ja, oder so. Ja. So, der Rest sollte eigentlich so zu machen sein. Genau. Ah, nein, da kommt man nicht hoch, das ist schade. Hast du noch... Doch, scheiße. Hast du noch eine Plattform oder... Oder Holz? Ja, gut, das geht's auch. Ah, geil. Ah, warte, hier mache ich nochmal mit Ropes. Okay, dann laufen wir einfach mal noch ein bisschen nach rechts und suchen Bäume. Oh, schade. Vielleicht hätte ich dich noch einbauen können. Wenn man ein bisschen weiter wegläuft, sollten eigentlich auch immer größere Bäume kommen. Ja. Also wir hatten auch ein bisschen Pech. Ich hatte sonst... Mein Holz. Wie bitte? Nix. Achso. Ich hatte sonst immer bei meinen Welten schon gleich am Spawn solche riesigen Bäume, also da hatten wir hier ein kleines Spielchen Pech. Die Map hast du auch an, oder? Ja, oben rechts da, ja. Genau. So, noch eine Höhle. Das ist auf jeden Fall schön, dass wir hier viele Höhlen haben. Du kannst ja die Bäume abbauen, genau, und ich... Macht das Interessante hier. Ja, ja. Auch mal. So. Ja, ein bisschen ausleuchten. Dies, bisschen das. So, aber ich wollte jetzt hier eigentlich gar nicht weit reingucken. Ich will nur mal gucken, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Anscheinend nicht.
Ah, dann lasse ich das jetzt hier auch mal. Geh schnell wieder raus. Nicht, dass ich wieder die Höhle erkunden möchte. Und Slimes. Oh Gott, oh Gott. Ach ja, hier konnte man ja nicht schwimmen. Oh nee. Aber und konnte man ja schwimmen und hier nicht. Hihihi. Oh, du bist so witzig. Witzig, hihi. Okay, warte mal, wie meint das jetzt? Ja. Ah, das ist doch... Ach nee, ist doch kein großer Baum. Ich dachte schon. Sah so aus. Aber dann baue ich hier noch mal kurz das bisschen Erz ab, was hier ist. Oh, ich hab Pfeile bekommen. Wann haben wir gerade die Folge angefangen? 2 Minuten, 2, 3. Okay, gut, dann das war... Ah, sagen wir so halb. Oh. Okay, das heißt, so, dass wir einen groben Überblick haben, wie lange wir dann schon aufnehmen nach einer Zeit. Aber wir nehmen gerade 22.30 Uhr ist es gerade. Ja. Und ja, haben uns spontan gedacht. Genau. Nehmen wir Terraria auf. Gehen die extra ja auch mal kaputt oder so? Nee, Werkzeuge gehen hier gar nicht kaputt. Also das ist nicht so wie in Minecraft. Hier geht nichts kaputt. Auch keine Rüstung oder so geht nichts kaputt. Das ist... Achso. Ist aber... Wäre richtig unfair, wenn es so wäre, weil... Naja, wirst du dann schon merken. Warum. Okay. Aber so an sich muss ich ja sagen, Terraria ist das beste Spiel, was es gibt neben Minecraft. Meiner Meinung nach, weil es ist halt, ich meine, Minecraft ist einfach Minecraft. Minecraft ist einfach so das Oberspiel von allen, weil es einfach überall vorhanden ist. Es ist halt so, naja, weißt schon, ne? Ja. Minecraft ist einfach so ein Spiel, das hat einfach jeder, das kennt einfach jeder. Und Terraria ist halt meiner Meinung nach auch so abgespalten davon. Eins der allerbesten Spiele, weil es halt wirklich so umfangreich ist. Das denkt man am Anfang gar nicht, aber es gibt wirklich so unglaublich viel zu machen. Wenn wir auch, was ich auch versuchen werde in diesem Let's Play, dass wir so, ja, eigentlich alles ausschöpfen, was es zu bieten hat, dann kann das hier eine ganz schön lange Zeit dauern. Okay. Also, so... Keine Ahnung, Pizmeat hat für dieses Update, also, na, obwohl da, das war noch ein bisschen älteres Update noch, 90 oder fast 100 Folgen gebraucht und ich glaube, es ist ja seitdem noch mal ein bisschen mehr dazu gekommen und 300. Haben auch nicht alles gemacht, das heißt also... 200. Naja, gut, vielleicht so an die 150 könnten es eventuell schon werden, je nachdem, wie schnell wir und wie gut wir auch sind. Oh Gott. Wer weiß, ob wir es bis dahin schaffen, so dann in irgendwie, keine Ahnung. Wir werden bestimmt nicht alle jeden Tag eine Folge bringen, oder? Ja. Warte, wo war's? Loot Ore, ach ja, genau. Darf ich, glaube ich, nicht. Ich denke, das ist dann, wird wahrscheinlich so. Alle 2 Tage vielleicht so. Ja, höchstens, weil. Oder vielleicht mal so eine Woche lang jeden Tag mal schauen, ja. Wie das so gerade so ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir immer mal aufnehmen, weil sonst, wenn es sich irgendwann verliert, ist so, dass wir aufnehmen und dann kommen wir irgendwann gar nicht mehr dazu. Das wäre auch doof. Ja. Also. Oh, Tungsten-Ohr. Oh ja, okay, geil. Warte mal, ich weiß nicht, wo... Oh, nicht gerade wenig. Kommen dann mal am besten wieder hoch, weil wegen einer Höhle können wir alles später machen. Jo. Warte, das heißt, wir haben Zinn, was noch? Lead und Tungsten, also 3 von den 9 Erzen. Das ist natürlich doof, das heißt, es wird wahrscheinlich Gold geben, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir 4 von der gleichen Dingens an Erzen haben, weißt du? Ja. Kiste, oh, ich loote hier die ganzen Kisten. Ja, und es ist wieder nur Crap drin. Also kein... Okay, gut, einen Bumerang habe ich bisher gefunden. Oh, plus 14% Schaden.
geil. Ja, aber mehr habe ich auch noch nicht so. Von 3 Kisten war bisher erst eine Waffe drin. Okay. Also nichts gerade Wichtiges ansonsten. So, hier die Töpfe auch immer kaputt machen ist relativ wichtig. Ich versuche gerade hier wieder hochzukommen. Weil hier, weil in den Vasen und so sind immer relativ gute Sachen zum Teil sogar drin. Ich will hier eigentlich mal ein bisschen weiterlaufen und mal große Bäume finden. Also nicht sowas wie hier jetzt gerade ist. Also nicht so einen Riesenbaum, aber so einen größeren Baum. Einen normalen Baum in größer. Ja, sehr verwirrend. Ein bisschen. Nee, weil hier steht jetzt auch noch so ein riesiger Baum. Ich glaube, die heißen, offiziell heißen sie Living Wood. Diese super Riesenbäume, die aus mehreren Blöcken bestehen. Okay. Aber hier kommt jetzt auch Wüste, das ist, naja. Naja, Wüste. Ja, Wüste halt. Ja, also Wüsten sind trocken. Hässlich. Obwohl, sind eigentlich relativ angenehm, sehen sie aus. Trocken, ich kämpfe hier gegen so einen Geier. Oh nee, oh, er tötet mich. Nicht. Oh nee. Ah ja, ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, wofür das gut war, die Wüste. Ja, und es wird dunkel sozusagen vor. Ah ja, wir sollten, glaube ich... Ja, dann kannst du ja schon mal zurückgehen und ich, dann nach Hause, so... Ich komm dann nach, ich farm gerade ein bisschen Kaktus, damit wir... Kaktus, okay. Ja. Damit wir uns, eventuell eine Rüstung da draus machen können. Ich weiß noch nicht, ob es reichen wird. Aber hier geht die Wüste noch ein bisschen weiter. Das sollte eigentlich reichen. Geil wäre natürlich auch, wenn wir eine Pyramide hier hätten. Aber es ist auch sehr selten. Und spring hoch! Scheiße. Nein! Boah! Ganz knapp, ganz knapp. So. Nein. Durch keinen Stein oder was, verdammt. Okay, ich bin so gierig, ich fahre jetzt die ganze Zeit Kaktus. Oha. Oh, ich laufe immer weiter, weißt du, Tullis. Oh nee, jetzt greifen mich böse Sachen an. Dann stirb halt einfach. Ja. Farm, hast du jetzt noch vom Weg das ganze Holz abgekramt? Gott, man kann ja gar nicht schwimmen. Ja, eben. Das habe ich vorhin ja schon gesagt. Und da kommen jetzt die fliegenden Augen, supi. Ah ja, aber du hast, wie viel Holz hast du jetzt wieder? 344. Okay, gut. Dann kannst du ja schon mal das Haus zu Ende bauen. Dort lebend ankomme, gerne. Mhm. Aua, aua. Sieht schlecht aus. Im Leben ankommen. Ja, okay. Ja, obwohl. Bei ja. mir auch, aber das ist halt, wir haben auf Softcore und da verlieren wir halt nur Geld ein bisschen. Ich wollte eigentlich Hardcore machen, aber er sagt nee. Ja, Hardcore, genau, einmal sterben. Das wäre auf jeden Fall gut gegangen. Ich glaube, ich komme jetzt hier so langsam in ein Gebiet, wo größere Bäume kommen, oder? Ja, oh nee, aber jetzt werde ich sterben, weil 3 Zombies und ein Wurm. Ich habe nur noch 14 Herzen. Oh. Echt? Sehr schlecht. Ja, ich sterb jetzt wahrscheinlich, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Oh, okay, ich sterb anscheinend nicht. Ich bin zu Hause. Oh Gott, mitten in der Nacht, ey. Nein, ich komme hier nicht hoch. Nein, oh. Oh, nie. Oh, nie. Jawohl, so. Raus aus der Höhle hier. Nee, also aus dem Loch oder was auch immer. Oh, scheiße. Na, oh. Zu viel gemacht habe, oder? Brauchen wir schon noch. So, und wieder super professionell was trinken. Läuft bei dir. Hm. Jawohl. Genau. Was wir mal eben machen können, ist natürlich ihn einsperren einfach mal. Scheiße, jetzt komme ich hier oben nicht mehr durch. Ganz toll eingesperrt. Ja, jetzt kann man ja einen Boden bauen. Dann haut er nicht wieder ab. Eingesperrt ist.
weil es ist echt nervig, wenn dann der NPC immer rausläuft, die Tür aufmacht, sodass die Zombies reinkommen. Nee, mach dazu, sonst wird das Loch so groß, dass er raushüpfen kann. Beiseitsatz. Okay, vielleicht hast du auch gerade schon bemerkt, mit dem Hammer kannst du jetzt ja auch die Blöcke so schräg und flach machen. Nee, habe ich nicht bemerkt. Dann... Ah. Ja, cool. Damit ergeben sich noch ganz schön viele coole Baumöglichkeiten. Cool.